So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir Thrabul abgeschlossen, haben festgestellt, dass der Bluthund hinter dieser ganzen Misere steckt und er irgendwas mit der grünen Dame vorhat und den Silvaner festhält. Und da müssen wir dann hier unten nach Yazugur reisen. Aber wir werden uns erstmal hier wohl quasten, austoben, werden dort alles mitnehmen, was mitzunehmen geht und werden irgendwann dann in Yazugur. Wenn wir diese Mammuts nicht gebändigt bekommen. Ankommen. Ja, was dann? Achtung! Die Mammuts sind ausgebrochen! Wir sind alle in Gefahr! Was stimmt nicht? Jemand hat die Mammuts aus ihrem Gehege gelassen. Sie wirken betrunken. Irgendwer muss wieder Faulmet in ihr Wasser getan haben. Ein paar von uns wurden verletzt, als wir sie ausnüchtern wollten. Vielleicht kann ich helfen. Was braucht ihr denn? Hier, nehmt dieses kalte Wasser. Die meisten von ihnen liegen jetzt im Suff herum. Schüttet es auf die Mammuts, um sie aufzuwecken. Sie werden übellaunig sein und ihr werdet euch eure Haut erwahren müssen. Aber sie werden schon nach Hause kommen, sobald ihr wieder etwas Verstand in sie hineingeprügelt habt. Ich hole eure Mammut zurück. Wir würden die Mammuts gerne die Wirkung ausschlafen lassen, aber es könnte gefährlich für uns werden, sie später wieder einzufangen. In ihrem Stall sind sie sehr fügsam. Ehrlich. Was braucht ihr hier? Faulmet. Es dauert Jahre, ihn herzustellen. Ein kostbares Zeug, das in vielen Zeremonien zum Einsatz kommt. Bei Hochzeiten und derlei Dingen. Die Mammuts scheinen davon getrunken zu haben, auch wenn keiner eine Ahnung hat, wie das geschehen konnte. Der Met wird doch hoch droben in den Bäumen gelagert. Was kommt denn in Faulmet? Wir stellen ihn aus vergorenem Met her, der mit Organen von Donnerkäfern vermengt wird. Yeah. Ich kann euch natürlich nicht das genaue Rezept verraten. Ihr trinkt ein Gebräu aus Fleisch und Käfern. Natürlich. Sollen wir etwa Wein aus Früchten trinken wie die Altmeer? Das ist doch widerlich. Okay. Und außerdem ein Verstoß gegen den grünen Pakt. So etwas könnten wir wohl kaum bei einer Hochzeit servieren. Faulmet wird bei Hochzeitszeremonien verwendet? Ja, er symbolisiert die Muskeln des Ebers, die Kraft des Waldes und die Stärke der Bosmer. Keine Hochzeit kann ohne ihn stattfinden. Was also hatten wir schon? Der grüne Pakt, wir wissen ja, wer das ist. Was, wer der grüne Pakt ist. Achso, oh, Entschuldigung. Hallo. Kann ich jetzt auch wieder Wasser? Los. So. Drei Mammuts, mal gucken, ob wir hier den ganzen Spaß hinbekommen oder ob das eine sehr schlechte Idee gewesen ist von mir. Wo ist denn jetzt hier mein Schatten? Okay, dann machen wir es halt jetzt mal andersrum. So. Und dann so nochmal. Da habe ich das ein bisschen falsch eingeschätzt gehabt. Aber ich denke mal, ohne unsere ultimative Fähigkeit kriegen wir die beiden. Dickin. Auch wieder zur Besinnung, ja. 1 von 3. Ey! Was fällt euch ein? So. Wir müssen zu Galitor zurückkehren. Oh, und sind sie ja schon. Wir sind ganz gemütlich Galitor, essen. Jemand ist in die Brauerei eingebrochen. Was? Wer? Ich war in der Brauerei, als mir jemand auf den Hinterkopf schlug. Ich muss mehrere Minuten bewusstlos gewesen sein. Wer auch immer mich geschlagen hat, ist immer noch mit dem heiligen Gebräu oben. Wir müssen ihn aufhalten. Wer hat dich bewusstlos geschlagen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er muss groß gewesen sein. Riesig. Wahrscheinlich ein Ork. Wenn ihr gar nicht gesehen habt, wer euch erwischt hat, woher wisst ihr dann, dass es ein R gewesen ist? Was versucht ihr zu sagen? Dass ihr dahinter steckt? Auf jeden Fall muss jemand nach oben und nach dem Faulmet sehen. Ich würde ja selbst gehen, aber mein Kopf pocht wie verrückt. Ja, ihr Armer, legt euch erstmal hin und da werft eine Paracetamol ein oder Aspirin.
Und dann geht das schon wieder. Aber wohl passt schon ziemlich groß. Wen haben wir denn da? Butterbar höher. Ja, okay. Butterbar. Oh, seine Schreien vom Orden des Augens, sie sind auch überall. Ich habe gehört, die Jade-Dragone wären um ein Haar von Frauen. Ah, Butterbar hat euch nicht kommen hören. Zu beschäftigt. Hilft der Ladenbesitzerin, ihre Waren zu organisieren. So, organisiert. Jetzt. Und, Bellaratta ist schön zu dieser Jahreszeit, nicht wahr? Bellaratta? Ja, ja. Eine Aireiden-Ruine. Oh nein. Nicht weit von hier. Neu geöffnet. Geht nach Yazugur und ihr könnt Bellaratta gar nicht übersehen. Sehr, malerisch zu dieser Jahreszeit. Wenn ihr euch beeilt, bekommt ihr von Jurakdar vielleicht sogar noch eine Führung, ja? Neu geöffnet? Ja, zumindest erzählt Jurakdar das allen. Er verkauft Artefakte aus geheimen Orten. Sehr geheim. Mhm. Ihr solltet euch sputen. Sie gehen weg wie heißes Konfekt bei Vollmond. Kommt nicht zu spät. Ich gehe der Sache nach. Aha, okay. Wegschrein vielleicht? Ach so, dann müssen wir da unten. Begonnen ein Kauf ohne Gewehr. Solche Käufe sollte man niemals abschließen. So, wen haben wir jetzt? Ach so, immer noch Sende schreiben. Dann bringen wir noch die Vase zurück. Die wird sich ja, genau, die hält sich hier auf. Die Melodien beruhigen meinen Verstand. Ich bin gerne bei diesen Musikern. Ich habe eine Vase mit eurem Namen darauf gefunden. Die gehörte meiner Tochter. Ich gab sie Elowin, bevor sie Vulkvasten verlassen hat. Wo habt ihr sie gefunden? Habt ihr mit ihr gesprochen? Ein Geist in einem Grabmal führte mich zu ihr. Nein, das kann nicht sein. Meine süße Tochter tot? Sie sehnte sich so sehr nach einer neuen Lebensweise. Ich flehte sie an zu bleiben. Jetzt werde ich sie nie wiedersehen. Mein herzliches Beileid. Elowin, diese letzten Worte, die ich zu ihr sagte. Ich nehme sie alle zurück. Verzeih mir, Liebling. Bitte geht. Ich ertrage es nicht weiter, über sie zu sprechen. Ja, okay. Dann bin ich weg. So, jetzt müssen wir hier ganz hier hochstiefeln. Und dann hier hoch. Beeilt euch. Bringt das zum Hügel. Die ersten Feuer werden bald entzündet. Hallo. Alfrosts Kopf ist härter, als ich dachte. Meine Diener, zu mir. Diener. Also kleine süße Skampen, die verspeise ich doch zum Frühstück. Ah. Ich glaube, es geht jetzt los. So. Arrivederci. Ich verlasse euch, Galitor, für jemanden, der meine Talente zu schätzen weiß. Meine Fähigkeiten. Ihr habt meine genialen Gaben für solch banale Dinge vergeudet. Getränke kühlen, Insekten Glücksgefühle bescheren, damit ihr Sekret nicht euer wertvolles Gebräu bitter macht. Ich habe einen Koloss für euch erschaffen, so hoch wie ein Mammut und zweimal so stark. So kalt wie die trostlose Leere des Reichs des Vergessens. Und wozu habt ihr ihn verwendet, um Fleisch zu konservieren. Ich habe die Reserven mitgenommen. Ich werde sie in einer Flamme entzünden, die so hell ist, dass die Sterne Schatten werfen. Und aus dieser Dunkelheit werde ich aufgehen wie die Sonne. Ich bedauere nur, dass ich euer Gesicht nicht sehen kann, wenn eure Welt unter euren Füßen wegbricht. So wie es die meine in dieser Nacht auf dem Kahlhügel getan hat. Firuin. Okay. Ich sage einfach, Firuin war sehr schnell unterwegs. Hat einfach alles mitgenommen. Was mitzunehmen ging. Besonders das Fleisch. So. Oh, eine Ratte. Oh, Wohnquartiere. Ich muss hier rein. Kann ich denn hier alles mitnehmen? Na gut, ich kann ja vom Diebesrecht Gebrauch machen, ne? Auch wenn ich das jetzt nicht alles irgendwie klaue. Ich nehme es ja nur in meinen... Aha, Schatten. Ja gut, das kann ich ja vielleicht verwerten.
Eintopf braucht kein Mensch. Fisch nehmen wir auch mit. Oh ne, Getränk. Ah, oh, das Getränk mitgenommen. Was ist das? Eine Brauerei öffnen. Ah. Ach so, hier kommen wir wieder raus. Ach so, alles klar. Was ist dort oben geschehen? Ich habe Kampfgeräusche gehört. Lies das. Viruin. Ich wusste, dass sie nicht glücklich ist, aber ich hätte nie gedacht. Das Gebräu. Ist es sicher? Sie haben es durch ein Portal mitgenommen. Dann könnte er überall sein. Das ist eine Schmähung. An mir und meiner Familie. Wir brauen schon seit Jahrhunderten Faulmet. Wer war Fiorin? Sie ist, war eine Magierin von beachtlichen Fähigkeiten. Sie konnte die wundersamsten Dinge mit Eis anstellen. Ihr habt noch nie so ein kaltes Ale getrunken. Aber jetzt ist sie fort. Und mit ihr dieser Genuss. Was sollen wir tun? Ihr müsst sie aufhalten. Ich meine, wir. Aber sie ist doch tot. Wir müssen sie aufhalten. Sie erwähnte den Kahlhügel. Wir können nur hoffen, dass es dort ist. Ich werde nachsehen gehen. Wo ist es? Auf der anderen Seite des Mammutgeheges ist ein steiler Hang. Dort bringen wir sie manchmal hin. Das Gras verleiht ihrem Fleisch eine pfeffrige Würze. Ich würde euch ja begleiten, aber ich bin in einem Kampf zu nichts zu gebrauchen. Ich werde hier bleiben, damit ich euch nicht im Weg herumstehe. Das ist sehr löblich von euch. Aber war das nicht Viruin, die wir getötet haben? Oder habe ich jetzt einen kompletten Denkfehler? Was ist denn jetzt mit dem Alfrost hier? Wenn wir doch nur mehr... Hört, wenn wir schnell arbeiten, können wir unsere Verluste reduzieren. Diese Diebe haben nicht alles mitgenommen. Eine der Faulmetblasen ist bereit für die Drehung, aber uns fehlen ein paar wichtige Gewürze. Ihr seid gut mit Tieren. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was benötigt ihr? Es sind wirklich nur ein paar Kleinigkeiten. Donnerkäferherzen von wilden Donnerkäfern, die man am Fuß des Hügels findet. Und ein paar Maden. Und nun, wenn ihr es wirklich wissen wollt... Es gibt dann noch etwas, was mich beunruhigt. Was ist das? Könnt ihr mich in der Kältehöhle treffen, sobald ihr fertig seid? Sie ist sozusagen unmittelbar unter unseren Füßen. Der Eingang ist am Hang des Hügels. Ihr könnt die kalte Luft, die aus ihr strömt, gar nicht verpassen. Versprecht ihr mir, dass ihr mich dort trefft? Ich kümmere mich um alles und treffe euch dann dort. Ah, Magierbuch. Der Humor der Waldelfen. Ach so, ich dachte, es wäre Liebesgut eventuell. Hallo. So, Donnerkäfermaden haben wir gesammelt und jetzt brauchen wir noch die Herzen. Es tut mir zwar übelst leid für die, aber ne, wir können es ja nicht ändern. So. Hallo. Es tut mir wirklich extrem leid, dass ich jetzt euch aus dem Leben bringen muss. Warum denn? Ach so. Naja. Passiert dem besten Menschen. Wo ist denn jetzt hier die Kältehöhle? Ach, dort. So, was wurde jetzt noch von mir? Keinen Moment zu früh. Genau wie ich vermutet habe. Das Dorf ist in großer Gefahr. Was stimmt nicht? Galitors Atronach fängt an aufzutauen. Er wacht auf. Firuin sagte, dass das passieren könnte. Ein einfacher Bandzauber oder so. Und da sie nun fort ist, weiß niemand mehr, wie man ihn bindet. Dann ist es nicht normal. Ganz und gar nicht. Er sollte eigentlich stillstehen und Dinge kalt halten. Aber nun knarrt er durch die Gegend und schlägt nach allem, was wärmer als ein Eiszapfen ist. Ich kann gut genug jagen, aber Atronachen sind nicht meine typische Beute. Ich kümmere mich drum. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Wenn ihr nicht zurückkommt, nun, ich weiß nicht, was ich tun würde, aber bestimmt irgendwas. Ja, ja, so, mein kleiner Atronach. Bring euch wieder zur Ruhe. Nein! Achso doch, okay. Ich dachte, ich hätte Q aus Versehen gedrückt. Was ja ein bisschen sinnlos ist, weil ich habe ja genügend Magika, Ausdauer
und den ganzen anderen Spaß. So, jetzt ist er tot. So, als Belohnung nehme ich mir das ganze Fleisch hier mit. Hallo? Na gut, das eine lasse ich euch, ne? Dann ist ja, kann ja nicht alles einfach wegnehmen. Ihr seid wirklich ein Wunder, nicht wahr? Wenn ich jünger wäre, würde ich euch bitten, mir zu zeigen, wie das geht. Aber das ist kein Leben für mich. Jedenfalls nicht jetzt. Und ihr seht auch ein bisschen alt aus dafür. Macht euch doch um keine Sorgen. Hier sind die Zutaten, die ihr wolltet. Damit wird der Faulmet hervorragend. Schade um das ganze Eis, aber um ehrlich zu sein, bei diesem Atronach lief es mir immer ganz kalt den Rücken hinunter. Er stand einfach nur da und schaute zu. Uns wird die Höhle schon genügen. Was unseren Eltern recht war, kann uns nur billig sein, oder? Ja. So. Ah, nee. Ich muss ja. Was ist denn jetzt hier? Also, so weit muss ich jetzt laufen. Ja, nee. Also, so weit haben wir jetzt nicht gewettet. Aber ich gehe erstmal zum Gebets. Was war das? Gebetstisch? Gebetshaus. Faulmähne. Wir müssen hier eine halbe Wanderung immer antreten. Hallo. Um zum Faulmähne zu gelangen. Ach nee, die hatten ja gestohlen. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe überhaupt gar nichts gesagt. Was ist denn das? Ah, ich glaube, das ist ein... Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Gebetshaus gewesen. Ich glaube, das hatte auch noch eine andere Funktion. So, und jetzt retten wir mal den Faulmet. Bevor wir alle durchdrehen. Warum gibt es denn so viele Zweiglinge hier? Aha. Ich glaube, das war ein bisschen die falsche. Aber warum bist denn du schneller als ich? Ja, ich bin, glaube ich, die falsche Seite hochgelaufen. Ach nee, hä, doch, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Na guck mal, da werden wir schon begrüßt von wundervollen, niedrigen Kreaturen. Das ist schon fast wie zu Hause. Wie auch immer ihr seid, aber woher wissen denn die ganzen ledrigen Kreaturen, wie die den Faulmet und das Gebräu zu handhaben haben? Cassia Varo, okay. Aber es beunruhigt mich ein bisschen, dass ich den Cassiovaro nicht zerstört, also nicht zerstört habe, aber nicht besiegt habe, weil das heißt, da ist es hier noch irgendwo und treibt sein Unwesen und kann jederzeit wieder das Ganze hier machen. Und muss eigentlich auch nur irgendjemanden finden, der so dumm genug ist, um seine Worte zu glauben. Mit ich werde euch neue Fähigkeiten geben, damit ihr noch stärker werdet und dass eure Fähigkeiten endlich zu diesem Potenzial kommen, zu dem es bestimmt ist. So was ungefähr. Wartet, bis ich das den anderen erzählt habe. Ja, was denn? Werden sie nie glauben. Ja, was denn? Was denn? Das mit den Dietrichen, die ich besiegt habe, ja, ne? Das werden die nicht glauben. So, und ich glaube, damit dürften wir ja auch rein theoretisch wohl was denn abgeschlossen haben. Hallo, Chinessa, ihr seid doch überall. Und da feiert er schon wieder. Ihr seid zurück. Habt ihr den Faulmet gerettet? Ja. Seid ihr betrunken? Betrunken? Nein. Ich kontrolliere nur den Jagger. Auf Verletzung, wisst ihr? Aha. Faulmet ist aber der wahre Schatz. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Ich lasse ihn von ein paar Arbeitern nach Hause bringen. Ich danke euch. Meine Ahnen danken euch. Wir alle danken euch. Ja. Auf euren Erfolg. Ja, danke. Vielen lieben Dank. Und ich würde mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben. Ja.
in der Richtung, weil wir sind ja von vom Norden gekommen. Ah, ein Gewölbe. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch das Gewölbe in der heutigen Folge und dann könnten wir ja so im Ranken hochgehen. Der bietet sich ja gerade auf dem Silbertablett an. Tiefer, ja, komm. Machen wir dann in der nächsten Folge, wenn wir eh nach Rankenhort dann gehen. Reif Zeckengrube, ja. Da gehe ich auch gerne rein. Die Reifzeckengrube. Die Reifzecke, ein gewaltiges, blutsaugendes Scheußer, gehört zu den abstoßendsten Kreaturen von Tamriel. Niemand, der die Bossen mehr kennt, wird es verwundern, dass viele von ihnen eine perverse Bewunderung für die Reifzwecke verspüren und das eklige Insekt als eine Art Maskottchen adoptieren. Bitte, was? Ei Gott, die Bossen mehr. Die sehen so, so unschuldig aus, aber dass sie solche Fantasien haben oder Gebräuche, das ist ja wieder hier. Das ist ja schockierend hier alles. Und schockierend ist auch, dass ich nicht weiß, wo die wundervolle Himmelsscherbe ist. Ich muss bestimmt dann... Moment. Ah, nee, hier hoch kann ich gar nicht. Ach nee, ich muss hier hoch. Also dort rein, um dort hoch zu kommen. So, da kämpfen wir jetzt mal gegen diese wundervollen Reifzwecken. Oh, das ist auch ein Maskottchen. Wer hätte nicht gerne eine Reifzwecke als ein Maskottchen? Stimmt, die wenigen. So, kommt mal her. Also zum Glück sind die jetzt nicht solche schwierigen Gegner, ne? Die Klassenfähigkeiten, okay. Alles klar. Gut. Och Mensch, warum tun die mich denn immer die ganze Zeit hier behindern bzw. lähmen. So, keine Ahnung, ich bin schon 5 Meter weiter und trotzdem treffen die mich noch. Das ist so sinnlos. So, wen haben wir denn hier? Nur eine riesen Fledermaus, die interessiert mich bis irgendwie gar nicht. Was hat die denn hier? Oh, der Arme. Mit dem Urkönner, wir retten den jetzt einfach mal. Also wenn es funktioniert. Oh Gott, der Arme, der tut ja einem richtig leid. Ich glaube, die ist bestimmt dafür verantwortlich, oder? Aber wer, der greift mich jetzt an. Ey! Das ist frech. Ich habe den gerettet und jetzt... Ich mache das nie wieder. Ich bin nie wieder so nett. Es hat sich ausgenettigkeit. Und zur Frust nehme ich noch die Truhe hier mit. Das ist ja unerhört. So. So, wo ist denn jetzt diese doofe Himmelsscherbe? Die hätte ich jetzt gern noch. Und das Magiebuch, das ist auch sehr schön. Hallo, Krokodil. Lass mich bitte in Ruhe. Habe ich gar nichts getan, außer gut auszusehen. So, rennt bitte mal. Ah, das hier ist Scherbe, schön. Ein schönes Krokodil. Das gefällt mir. Aber wir haben noch zwei andere Spieler, die uns aber unterstützen, diese wundervollen Krokodile dem Erdboden gleich zu machen. So, jetzt haben wir noch die Himmelsscherbe. So,
Und dann müssen wir hier irgendwie wieder rauskommen. Hallo. Ja, bitte lass mich mal in Ruhe hier. Ich möchte einfach nur wieder aus dieser ganzen abscheulichen Höhle rauskommen. So. Da haben wir schon den Ausgang. Sehr schön. Und ich glaube, das war die dritte. Ja, es war das dritte Gewölbe. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns dort unten mal um, Rankenhort und die komplette Umgebung. Da müssen wir ja eh hin, um den Silberner hoffentlich zu finden. Und dann auch zu retten, wer weiß, was der Bluthund jetzt mit dem noch vorhat. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.